Moin, meine liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und heute gucken wir uns das Monatsupdate vom Januar an. Ich nehme an, euch ist es ähnlich gegangen. Jeder, der ein bisschen in irgendwas Zukunftsträchtiges investiert hatte, hat relativ rote Zahlen gesehen. Ich auf jeden Fall nicht zu knapp. Bin ich deswegen besorgt? Bin ich langfristig auf jeden Fall nicht. Aber kurzfristig sieht es natürlich nicht super schön aus. Brauchen wir uns nichts vormachen. Was ist passiert? Ja, wir haben den Monat bzw. das Jahr natürlich bei ungefähr minus 2000 unrealisierte Gewinne angefangen und sind hier zum Monatsende auf ja, minus 5,5 ungefähr runtergedroppt und waren schon bei knapp minus 7. Also leichte Erholung jetzt die letzten paar Tage, aber nichts noch, worüber man jetzt irgendwie freudestrahlend in die Zukunft blicken würde. Aber wie gesagt, es ist halt ein Unterschied, wo man langfristig erwarten kann, dass man steht und wo kurzfristig. Warum sage ich das? Ja, man sieht es schon an meiner größten Position. Ich habe euch ja immer Infos dazu gegeben, wenn ich vorhatte, Tesla nachzukaufen, was ich natürlich auch getan habe im Januar wieder. Ja, gerne hätte ich mehr nachgekauft zu dem Preis, wo wir waren, aber ist halt nicht möglich. Nur, wie soll ich sagen, einfach um es mal in einen Satz zu packen. Selbst wenn, ja, was natürlich kurzfristig passieren kann, Tesla um, keine Ahnung, 50, 60, 70% fallen würde, mit der Wachstumsrate, die auf die nächsten 2 Jahre Minimum, und das sehe ich als nahezu 100% gegeben an, Minimum bei 50% oder mehr liegen wird, wird die Firma in spätestens 2 Jahren mehr wert sein, als sie jetzt ist. Ja, meine persönliche Meinung, ne? Keine Vermögensberatung, keine Kaufempfehlung, ihr wisst es eh. Aber deswegen sage ich ja, kurzfristig, ich weiß es nicht, was mit Tesla passiert. Kann alles Mögliche passieren, aber ich bin zu 99,9, weil 100% kann ich nicht, bin kein Hellseher, aber 99,9% überzeugt, dass in 2 Jahren das Ding mindestens 50% mehr wert ist, als es jetzt ist. Und das hieße für mich als Return, dass es sehr ordentlich ist in der Preiskategorie, wo ich gerne sein möchte, nämlich deutlich über 10%. Dann kommen wir zu unserem Gaming-ETF. Ja, da haben wir Titel drin wie Nvidia, AMD, Blizzard unter anderem. Also, ja, Nintendo, Dinge, die langfristig sicherlich sehr gut laufen werden. Kurzfristig, wenn ich jetzt so an Blizzard denke, mit der schlechten Publicity, jetzt mal abgesehen von dem Microsoft-Kauf, muss ich noch gucken, wie sich das auf den ETF hier auswirkt, ob jetzt dann da tatsächlich Microsoft-Aktien drin wären, wäre natürlich auch nicht schlecht, aber habe ich noch nicht nachgeguckt. Unabhängig davon bin ich jedenfalls sehr zuversichtlich, dass das hier vielleicht nicht ganz so stark von der Wachstumsrate unterwegs sein wird, weil eben das auf 10 Titel in etwa aufgeteilt ist, im Verhältnis zu Tesla jetzt betrachtet. Aber sicherlich brauche ich mir darum keine Sorgen machen. Es geht auf jeden Fall auch in der westlichen Welt immer mehr Richtung Gaming, Richtung mehr Technik im Sinne von Nvidia, AMD und so weiter. Ja, dann kommen zwei Kryptominer, die kennt ihr schon, habe ich schon genug Videos drüber gemacht. Meiner Meinung nach tatsächlich jetzt ein super günstiger Zeitpunkt zum Einstieg. Aber das ist natürlich was, was jeder für sich selber entscheiden muss, nämlich abhängig davon, was die eigene Betrachtungsweise für den Bitcoin-Kursverlauf ist. Habe ja gerade auch die letzten Tage über in den Kommentaren so ein paar Fragen beantwortet aus meiner Sicht. Sehe ich das ähnlich wie Tesla? Ja, also ja, kann sein, dass kurzfristig der Bitcoin-Preis dem Standardverlauf der letzten 2 Zyklen folgt und meinetwegen noch auf irgendwie so 15.000 bis 20.000 Dollar runterfällt. Ich persönlich sehe das nicht realistisch, weil A, immer mehr Privatleute, aber B, eben auch immer mehr Großinvestoren sich eben kleine Teile ihres Portfolios in Bitcoin anlegen, ähnlich wie sie eben Gold einfach haben, mit 1, 2, 3% im Depot. Und deswegen erwarte ich nicht, dass vom aktuellen Zyklus wir tatsächlich nochmal 50% runtergehen. Kann es passieren? Ja, kann. Aber dann, wenn wir dem Zyklus in Anführungszeichen ganz normal weiter folgen, sollte eben spätestens in 3 Jahren der nächste Spike nach oben kommen und dann reden wir eben von einer knappen 5- bis 10-fachung des aktuellen Bitcoin-Preises, was sich natürlich massiv auf die Profitabilität der beiden Firmen hier auswirken würde. Ja, und dazu kommt natürlich noch, dass sie allein bis Jahresende, Hut 8 von jetzt angerechnet, ungefähr die Rechenkapazität ein bisschen mehr als verdoppeln wollen
und Bitfarms etwas mehr als verdreifachen. Ich habe jetzt nicht heute nachgeguckt, wo sie gerade ganz aktuell stehen, aber ja, also das ist hier ungefähr 100 bis 200% Rechenleistung Erhöhung dieses Jahr und das ist irgendwo 200 bis 300%. Deswegen ja, mache ich mir da langfristig keine Sorgen. Sie sind ja jetzt schon im Grunde profitabel, aber es ist natürlich die Frage, wie sich der Preis entwickelt und momentan ist es eben noch was, was sehr, sehr stark schwankt. Ja, deswegen, ich kann verstehen, dass das zwar nicht für jeden irgendwie eine angenehme Investitionssituation ist, aber ihr wisst ja, was wir oder ja, meine Frau und ich grundsätzlich privat vorhaben. Diese beiden Positionen und Tesla sind nichts, was ich vor in 5 Jahren realistisch verkaufen möchte. Ja, natürlich, wenn Tesla, warum auch immer, sich irgendwie in den nächsten 2 Jahren verdreifacht, denke ich vielleicht mal drüber nach, da die Position irgendwie ein bisschen zurückzustutzen, muss ich gucken. Einfach abhängig davon, wie schnell das Ganze vielleicht geht. Wir haben das ja kürzlich schon gesehen. Da war HAT8 schon irgendwie das Dreifache vom aktuellen Standwert und ich habe es nicht verkauft. Eigentlich war das tatsächlich mein, in Anführungszeichen, gedankliches Rechenziel, wo sie Ende diesen Jahres stehen könnten. Unabhängig davon, ob der Bitcoin-Preis raufgeht, der ist natürlich inzwischen nicht ganz die Hälfte runtergegangen vom Höchststand. Ja, aber ja, das ist halt so ein bisschen, habe ich leider die Situation nicht genutzt, sonst hätte ich da schon ordentlich Gewinne mitnehmen können. Aber je nachdem, wie schnell eben der Anstieg nach oben geht, kann es sein, dass ich früher darüber nachdenke. Für den normalen Verlauf ist das, sind die beiden oder die drei Positionen besser gesagt, Dinge, die ich auf jeden Fall zumindest 3 bis 4 Jahre halten werde, bevor da vielleicht eine Änderung geschieht. Ja? Ja, dann kommen wir zu ein paar stabileren Geschichten. Dropbox, ein bisschen über meinem Einkaufswert wieder angekommen, war ja schon mal bei knapp 25% im Plus. Jetzt ist es halt wieder bei nur, weiß ich nicht, 3 bis 5%, habe heute nicht geguckt, aber leicht im Plus, nicht tragisch. Das Schöne ist an allem, was jetzt kommt, ja, also nicht, dass es diese drei Firmen anders betreffen würde, aber ich habe mir mal natürlich die letzten Tage, weil ja schon einige Ergebnisse von den letzten Quartalen oder von den Ganzjahreszahlen 2021 rausgekommen sind, natürlich alle meine Firmen angeguckt, und tatsächlich die freudige Feststellung gemacht, dass alle wirtschaftlich deutlich besser sich entwickelt haben. Und eben teilweise jetzt einfach nur noch immer auf einem Kurs stehen, den sie vielleicht vor einem Jahr schon hatten oder so ähnlich, ja, oder vor einem halben. Insofern da auch im Grunde bei keiner einzelnen Firma ein negatives Geschäftsentwicklungsvorzeichen steht, habe ich auch nicht wirklich vor, irgendeine dieser Firmen in absehbarer Zeit zu verändern oder zu veräußern sozusagen. Der größte Wackelkandidat ist vermutlich Huya. Aber abgesehen davon sehe ich im Moment nicht wirklich, es sei denn, ich entscheide mich bei Nokia, die Gewinne, die ich habe, bei ungefähr plus 66% momentan mitzunehmen und in was anderes, was ich aussichtsreicher finde, umzulegen. Aber ja, also weder will ich Dropbox veräußern noch Micron, hier kommt schon eine Dividende, wunderbar. Trulieve, meiner Meinung nach ultra unterbewertet gerade, ja. Wer irgendwie an die Cannabis-Szene glaubt, wozu ich eben dazugehöre, der sollte hier einen ernsthaften Blick drauf werfen. Es gibt meines Wissens nach keine profitablere Firma in dem Bereich in den USA als Trulieve. Ja, sie haben vielleicht grenzwertig zu viel für die letzte Akquisition bezahlt, was eben auch dann, mal abgesehen vom allgemeinen Markt, Abverkauf, dann einfach noch den Kurs noch viel mehr gedrückt hat, als es ohnehin passiert ist. Aber die aktuelle Bewertung im Verhältnis zum positiven Quartalsergebnis macht überhaupt keinen Sinn, meiner persönlichen Meinung nach. Ja, also das wäre für mich, wenn ich irgendwie noch frei verfügbares Kapital in nächster Zeit erwirtschaften würde, wäre es aktuell etwas, wo ich sehr genau hingucken würde, ob ich die Position nicht aufstocke oder eben vielleicht sogar HAT8. Ja, aber mein Nummer 1 Kandidat Stand heute wäre sicherlich Trulieve. Okay, eine neue Akquisition, Purple Innovation, habe ich euch ein Video drüber gemacht. Finde ich super interessant, ist eine Mischung aus Wachstums, aber auch schon profitabel und ein bisschen eine Turnaround-Geschichte sogar, weil es eben
massiv auch der Preis in den Boden gestampft wurde, weil eben zeitweise die Maschinen Mitte letzten Jahres stillstehen mussten aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen, die erhöht werden mussten in der Produktion aufgrund eines Vorfalls und so weiter. Aber wenn die auch nur ein Viertel der Wachstumsraten der letzten Jahre erreichen können, ja, dann würden wir von irgendwie 20% oder mehr sprechen, je nachdem, was sie eben schaffen. Dann denke ich, habe ich hier ein absolutes Schnäppchen erwischt. Ob das so kommt oder nicht, wird sich zeigen. Bin da momentan bei plus minus null. Also nichts verloren, nichts gekonnt. Ja, Tattoo Chef finde ich nach wie vor langfristig super interessant. Fällt ein bisschen hier in meine langfristige Investitionsgeschichte rein. Ähnlich wie eben Tesla. Hab da keine Ambitionen, das zu veräußern. Wäre natürlich momentan nicht unbeträchtlich im Minus, wie auch in einigen anderen Positionen. Aber dadurch, dass ich es ja nicht auflösen muss, ich kann warten, ist gar kein Problem. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Tupperware, ähnlich wie Purple Innovation, relativ neu bei mir im Depot, finde ich persönlich super. Übrigens natürlich das zustande gekommen, weil ich ja Apple veräußert habe zum Höchststand. Die haben natürlich jetzt tatsächlich für mich und auch für so ziemlich alle anderen unerwartet neuen Verdienstrekord aufgestellt. Insofern weiß ich noch nicht, ob es langfristig die bessere Entscheidung war. Aber meine persönliche Überzeugung hat halt einfach gesagt, der Anstieg um über 70% in etwas mehr als einem Jahr ist im Verhältnis zu den tatsächlichen Umsatz- und Gewinnwachstumszahlen nicht gerechtfertigt, sondern einfach nur großteils dem geschuldet, dass die Bewertung, ja, also das Verhältnis zum Kurs, zum Gewinn einfach so viel mehr nach oben gegangen ist, als dass tatsächlich der Gewinn um so viel mehr nach oben gegangen ist. Aber ja, Tupperware, ähnlich wie Purple, auf jeden Fall absolute Turnaround-Geschichte, macht gerade den Switch relativ viel vom Direktvertrieb hin auch zum direkt am Konsumentenvertrieb, ja, über Online und ähnliches, und hat da schon meiner Meinung nach ein relativ stabiles Umsatzniveau und demzufolge auch Gewinnniveau erreicht, was in weiterer Folge aus meiner Sicht eben auch nur noch besser werden kann. Weshalb ich eben das super interessant und deutlich unterbewertet finde. Ja? Nokia könnte auf jeden Fall langfristig im Depot bleiben, dadurch, dass natürlich alles viel mehr in Richtung Vernetzung, Internet und ähnliches 5G geht, logisch. Und je länger das geht und je mehr das gebraucht wird, desto eher ist natürlich Nokia dann tatsächlich einer der Gewinner, wirtschaftlich gesehen. Also kann durchaus sein, dass ich die Aktie noch 2, 3 Jahre halte. Muss ich mal gucken, abhängig davon, was meine eigene Gewinnerwartung ist. Ja? Alibaba hat hoffentlich dann tatsächlich doch irgendwann mal jetzt so vor einem Monat oder so den Boden erreicht und ja auch schon wieder ein bisschen zugelegt. Nicht sonderlich, aber eben ein bisschen. Fällt natürlich massiv in die Kategorie deutlich unterbewertet, aber ich verstehe, dass da nach wie vor noch zu viel Sentiment dagegen ist, also was chinesische Aktien angeht, ebenfalls betrifft es ja auch Huya, aber das natürlich wirtschaftlich absolute Maschine. Insofern macht aus meiner Sicht langfristig die aktuelle Bewertung überhaupt keinen Sinn, aber deswegen habe ich auch überhaupt keine Ambition, aus der Firma auszusteigen, weil ich glaube, dass sie selber einfach so gut genug ist, dass sie den in Anführungszeichen unrealisierten Verlust locker wieder wettmachen kann. Sonst würde ich es natürlich in einen umlegen, von der ich das eher erwarte. Ja? BNGO hat gute Zahlen geliefert, auf jeden Fall für 2021, was die Umsatzentwicklung angeht. Habe ja kürzlich ein Update rausgebracht. Leider auch natürlich die Kostenseite deutlich gestiegen, nicht ganz so krass wie der Umsatz, aber eben doch sehr, sehr stark und nach wie vor heftige Verluste jedes Jahr. Also auf jeden Fall ein spekulativer Kandidat. Trotzdem nichts, wo ich jetzt kurzfristig aussteigen möchte. Ich bin natürlich nach wie vor glücklicherweise im Plus, weil ich ja im Dezember 2020 noch eingestiegen war, bevor da der erste Run-Up gekommen ist. Aber ja, also ich bleibe da einfach mal ruhig an der Seitenlinie und gucke zu, wie sich das Ganze entwickelt. Kann natürlich auch deutlich nach unten gehen, weil eben die Gewinnsituation, sagen wir mal ehrlich, furchtbar aussieht. Aber die Umsatzentwicklung und auch ja, die weitere Verbreitung der Geräte in die Verwendung in Kliniken und Labore ist natürlich rasant gestiegen letztes Jahr. Wenn das auch nur ansatzweise so weitergeht, denke ich, könnten wir hier ein absolutes Schnäppchen nach wie vor haben. Ja, Voyager ähnlich natürlich durch den Bitcoin-Preis nach unten geprügelt, wie auch Hut 8 und Bitfarms.
aus meiner Sicht noch übertriebener nach unten gedrückt im Verhältnis zu den beiden Minern. Aber deswegen bin ich da auch ganz entspannt, was meine Position angeht. Ähnlich wie Alibaba, nichts, wo ich realistisch jetzt verkaufen werde, weil es gibt gar keine Veranlassung, aus der Firma auszusteigen. NextEra Energy plus minus null wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren deutlich steigen. Ist ja ein Energielieferant, zahlt mir eine Dividende, alles schön, läuft. StoneCo, ja, StoneCo hat richtig federn lassen, aber jetzt nicht im letzten Monat oder jedenfalls nicht im Verhältnis zu dem, was den wirklichen Abschwung gebracht hat. Das war ja eher im letzten Quartal, aber ähnlich wie die anderen, wie gesagt, und auch Halo kann ich mich gleich anschließen, genauso Nano Dimensions. Nichts, was realistisch jetzt hier ich irgendwie oder auch Sol Global oder Palantir verkaufen werde. Eigentlich die ganzen letzten Positionen hier ab StoneCo macht alles die aktuelle Bewertung keinen Sinn. Nano Dimensions hat irgendwie über 300 Millionen mehr in Cash allein, abgesehen von den drei Firmen, die sie gekauft haben, die alle positives EBITDA meines Wissens nach liefern. Also sie haben über 300 Millionen mehr Cash, als die aktuelle Bewertung ausmacht. Dass das eine unrealistische Bewertung ist, brauche ich keinem erzählen. Würde ich da jetzt wegen mehr einsteigen? Ja, wenn ich mein Erspartes, was ich jetzt für unser Ziel Ende des Jahres beiseite gepackt habe, nicht brauchen würde, dann ja. Aber ansonsten freue ich mich einfach nur, dass das über kurz oder lang deutlich nach oben gehen dürfte, allein aufgrund des Cashbestandes und eben der zugekauften positiv wirtschaftenden Firmen. Ja, sobald es hier bei den anderen Firmen wirklich Updates gibt, die nennenswert sind, lasse ich es euch natürlich wissen. Aber das soll es hier im Grunde auch schon zum Monatsupdate gewesen sein. Wie gesagt, ich mache mir um keine meiner Positionen, unabhängig davon, was da der aktuelle Marktwert darstellt, wirklich Sorgen, weil eben bei jeder Firma die wirtschaftliche Entwicklung deutlich in die richtige Richtung geht und nicht nur mit 1, 2, 3%, sondern eben deutlich zweistellig im Grunde für jede Firma. Deswegen, ja, ist das aus meiner Sicht, was einige Firmen jetzt bei mir im Depot betrifft und sich ja auch auf meine Gesamtbewertung momentan deutlich ausgewirkt hat, absolut übertrieben im Verhältnis zu dem, was die Firmen bei einer normalen, durchschnittlichen Bewertung wert wären. Ja, aber das ist eben was, was an der Börse einfach passieren kann. Ja, haben wir jetzt alle mehrfach sehen und lernen müssen, allein in den letzten 2 Jahren. Ich hoffe, dass ich es so langsam für die Zukunft verstanden habe, aber wir werden sehen. Ja, das war es an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dann hoffentlich auf jeden Fall für euch auch Daumen drücken. Sieht der Kurs bei den meisten Aktien wieder ein bisschen netter aus. Wir werden sehen, ob das so schnell geht oder nicht. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.